Shit. Die beiden sind hinter mir her. Helft mir! Ihr habt hier nichts zu suchen. Ja, verpisst euch. Zur Seite, Ladies. Captain Diabetes und sein Sidekick müssen diese Stripperin verhören. Wenn ihr zu ihr wollt, müsst ihr erstmal an uns vorbei. Traut euch doch. Okay, Leute, euer DJ ist wieder da mit einer Spezialshow für euch. Die zwei Arschlöcher, die mir in den Drink gefurzt haben, werden von unseren Ladies gleich so richtig durchgenudelt. Alles klar. Aus dem Weg, Ladies, wir wollen nur Classy. So, naja, ob wir unseren Willen kriegen, weiß ich nicht. Ich glaube eher nicht. Können wir die Dame beiseite... Oh ja, die können wir ordentlich beiseite zwiebeln. Ciao, Baby. Hey, den Scheiß lassen wir uns von 10-Jährigen nicht gefallen. Und diese Dame bringt euch die Flötentöne per Fellatio bei. Fuchsia! Oh, war ja. No, girl. Fett weggetwirkt, alles klar. Aber was die kann, können wir natürlich auch. Alter, die knock ich direkt brutal aus. Rückstoß-Kombo, sehr gut. Applaus für Paris, ulala, mehr muss ich gar nicht sagen. Oh. Wir müssen Classy einholen, sie ist da lang, schnell. Sie kommt direkt von der Copacabana zu uns, ihr wisst schon, wen ich meine. Applaus für unsere lüsternde Lola. Oh oh, exotischer Angriff, oh nein. Mega exotisch. Oh, Mama, weg von meinem Sidekick. Mega exotisch. Hol ihn in die Fresse, sehr los. Alles klar, ich würde sagen, die ramme ich jetzt einfach in die andere rein. Rückstoß-Kombo. Ist es hier gerade heiß und scharf geworden? Oh, das ist der Grund, Esmeralda. Wir dürfen sie nicht entkommen lassen. Oh, leck mich. Dieser Nahkampf-Scheiß ist nichts für Classy. Alles klar, lass Classy nicht entkommen. Spezialziel. Schwierig. Bitch, beschütz mich gefälligst. Gut gefangen, Fickgesicht. Oh, danke schön. Hepatitis stinkt gegen Diabetes voll ab. So, mit ihm können wir jetzt gar nichts mehr machen. Er könnte vielleicht von hier mit Y... Ja, doch, das geht vielleicht noch. Jetzt geht's los, Lady! Au! Scheiße, der Drecksack hat mir meinen Koksnagel abgebrochen! Verdammt, Ladies, was ist anhaltend, sie aufzuschwer zu verstehen? Ja, mach das Kleingemüse fertig! Oh, verdammt. Jetzt setzt was! Ich komm hier gerade nicht hinterher, ne? Ja, die geht auch eh down. Ja, scheiß drauf. Als Vertretung aus der Frühschicht, Blaze! Einen kräftigen Applaus bitte und hey, können wir das Licht etwas runterdrehen? Wir müssen Classy einholen. Sie ist da lang. Ich glaube, die Classy kriegen wir nicht mehr. Kein Grund, garstig zu werden. Das Problem ist, wir kommen immer nicht weit genug, habe ich das Gefühl. So, die kriege ich runter. Ja! Ja! Sie zerquetscht eine Wassermelone zwischen den Schenkeln, Anastasia. Wir müssen Classy erreichen, bevor die Stripper-Horde uns überrennt. Ja, wie soll ich das denn machen? Die überrennen uns die ganze Zeit schon. Entdeckung, es regnet Pussy. Das packst du schon. Alles klar. Ultimativkraft. Damit kriegen wir nur sie down. Aber dann mach ich lieber den hier. Du verficktes, schwanzlutschendes Miststück. Ich bring dich um. Ja, also mach das. Ach, oh Scheiße, die leben noch? Dann mal los. So. Seine Kraft ist auch ready. Theoretisch könnte ich das machen. Kriege ich sie da hinten? Ja, krieg ich. Mit Zucker durch meine Adern fließen. So alter, wie die aussieht. Leute, seid vorsichtig, weil diese Lady sich euch glatt in den Arsch steckt. Rhonda! Wir müssen Classy einholen. Sie ist da lang. Ich beeil mich doch schon. Kommt und holt mich, Jungs. Ich würde es wirklich gerne LB machen. Ah, da kriege ich sie. Alles klar. Ich mache LB. Let's go. Ja, es wird Zeit, Ladies. Die Rache der Gerechten. Schwanzwasser und Himmelszorn. So, war doch halb so wild.
nehmt euch in Acht, Leute! Sie ist die unbestrittene Titanin des Quarkens! Sagt Hallo zu Trixie! Wir müssen bis ans Ende des Flurs! Alles klar. Captain Diabetes ist kampfbereit! Okay. Captain Diabetes... Hä? Der hat doch gerade eben noch so eine Spezialfähigkeit. Der war doch gerade noch voll aufgeladen. Ich dachte, die können die jetzt alle benutzen, aber offenbar nicht. Okay. Die Frage ist, wen wem sich weg? Die hat ein Achterding. Ja komm, dann ist sie schon mal weg. Ja! Sorry, dass wir das gewaltsam lösen mussten, Ladies. Diese Mini-Bullen rücken mir auf die Pelle. Jetzt hast du, was ich hab. Hab ich jetzt erst verstanden? Okay. Nein, es geht wieder nicht. Aber das geht. Die erste Tripperin vergisst man nicht, oder? Oh, jetzt seid ihr kleinen Penner richtig am Arsch. Schnapp sie dir, Chantal. Aufgepasst, meine Damen und Herren. Hier kommt die Meisterin der Mösenfürze. Was? Die Herren des Sadomaso, die definitive Domina. Chantal Le Grande Popo. Hey, Schätzchen. Für diesen Hintern bist du nicht bereit. Was? Ich werde dich mit meinen Arschbacken zerquetschen. Fertig oder nicht? Ich komme! Nein, was? Um Gottes Willen! Bosskampf! Oh Gott, dieser Arsch zerquetscht schon vier Ameisen! Entkomme, Chantal! Ist die Anzeige voll, unterbricht Chantal Le Grande Popo den Zug und greift sofort an. Ihr habt keine Chance gegen einen Arsch von dem Ausmaß! Oh nein. Ich werde hier mit meinem Hintern jeden Knochen brechen, Baby. Okay, wir müssen wirklich entkommen. Es hilft nicht. Kleine Warnung, dieser Arsch ist tödlich. B. Spüre die Macht der Diabetes. Ja. Wirklich hübsch. Wie wär's mit einem Kuss, Baby? Okay, sie ist jetzt aber in der Gefahrenzone. Wir warten mein nur Hintern ganz kurz. Hintern will Blut sehen, Baby. Die beiden, die noch die beiden jetzt selber aus, ne? Ich komme. Ja, sehr gut. Ihr Winzlinge werdet draufgehen und in der Arschhölle landen. Okay, hier kann ich nichts machen. Du holst dir kein mehr runter. Komm her, Baby. Wow, ich weiß nicht genau, wie ich das... Hey! Wir sind beide tot. Weil ihr jetzt fliegt, steigt eure Lebenserwartung immens. Herzhaft, oder? Diabetes-Time! So, mit B kann ich nichts machen. Ich kann höchstens die mit Y wegräumen. Zuckerschock! Gute Nacht! Ich muss dringend aus der Gefahrenzone raus. Und jetzt B. Ich hab gehört, ein paar Knöpfe brauchen eine Abreibung. Alter. Schnapp sie dir, Chantal! Alter, ist das schwer. Kleine Warnung, dieser Arsch ist tödlich. Ich bin dran, Bitches. Hä, Alter, wie soll ich denn kommen? Dich. Das schaffe ich niemals. Du weißt, wo du dir das reinschieben kannst. Ja. Oh, ich bin jetzt... Noch eine Schönheit weist ins Grab. Ich muss dringend aus dem Radius raus. Komm da raus, Junge. Komm her, Baby. Hier kommt der sichere Tod durch Chantal Le Grande Popo. Ultimativ kraftbereit, alles klar. Sorry, Schätzchen. Oh nein. Denk mal drüber nach, was du gemacht hast. Was habe ich denn gemacht? Ich habe nichts gemacht. Oh nein. Diabetes mischt wieder mit. Oh yeah. Oh nein, er... Glaubt ihr, geht's gut? Hoffentlich hat Kuhn das nicht Er hat mich gehört. Da raus... Nein, 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 raus da... Nein! Denn dann kommst du nicht, Schätzchen. Nein, nein, nein! Alles klar, das war's. Oh. 1000. Boah. Das war's. Ihr habt keine Chance gegen einen Arsch von dem Ausmaß. Okay. Du machst mich echt sauer. Oh nein, und die boxt uns zurück. Ihr seid hier in meinem Haus. Verschwinde, Classy. Wir halten sie auf. Komm zu mir, Süßi. Oh nein, nein, nein! Oh Gott, nein!
Sidekick, jeglicher Kontakt mit ihrem Arsch ist ein Insta-Kill. Habe ich gemerkt. Bam. So, die sind weg. Du solltest jetzt anfangen zu diabeten. Beide weg. Ja. Oh, ihr kriegt mich nicht leben. Oh Gott, überlebt. Wir dürfen sie nicht entkommen lassen. Du hast gewonnen. Ja, wir haben es geschafft. Oh Gottes Willen, ja, wir haben es geschafft. Narbenconcealer, den brauche ich auch. Alter, wer hätte das gedacht? Boah, Alter. Hey, lass mich rein, Arschgesicht. Die Bullen sind da. Was? Schnell, geh rein. Schwert ab. Glaubt ja nicht, dass ich das Ding nicht benutze. Ah! Los, in das Restaurant! Schnell! Wie sinnlos! So. Wir müssen das Schild hochheben! Achso, ich dachte, wir können jetzt außen rum. Die Musik so. Boom, boom, boom. Okay, das Schild hochheben. Fick das, Sidekick! Ah. Es ist Zeit für den Zuckerzorn! Das ist bestimmt mega gesund, was er macht. Mega gesund. Sogar mit meinem Zuckerzorn schaffe ich das nicht. Oh Gott. Das war zu viel. Ich brauche mein Insulin. Ich brauche mein... Oh nein. Oh Gott. Mein Insulin ist alle. Du musst mir helfen. Ich habe Apfelsaft getrunken und kein Insulin mehr. Ich sterbe gleich an einem Zuckerschock. Ich sterbe. Oh Gott. Mama. Mama, ich sterbe. Jemand muss mir helfen. Bitte. Hier ist der Kuhn. Wie läuft es bei euch? Alles gut. Alles cool bei euch? Gut. Weiter so. Weißt du, was meine Fürze wirklich übel macht? Frisch zubereitetes Tex-Mex. Was? Aber nicht einfach irgendwelches Tex-Mex. Es muss schon was Besonderes sein. Du weißt, was du zu tun hast, Wunderarsch. Ja? Drücke A, um den Enchirito zu essen. Oh, fuck. Ich hatte gehofft, dass es niemals dazu kommen wird. Wir kennen das alle. Was? Was war das denn gerade? Oh Gott, reisen wir doch mit unserem Furz in der Zeit zurück? Glitsche den Zustand von Objekten oder Lebewesen. Ich lebe? Was ist gerade passiert? Wer bist du? Warte mal, was ist passiert? Ich dachte, ich wäre an Überzucker gestorben. Da war ein helles Licht. Gott reichte mir seine Hand. Dann hat mich jemand ins Gesicht gefurzt und ich war wieder da. Ich hab's immer noch voll in der Nase. Zeitfurz Freischaltung Glitch. Wow, du kannst mit deinen 14 Sachen durch die Zeit schicken. Hammergeil. Okay, kümmern wir uns um Claffy. Gut, Freunde, wir haben sie gefunden, aber die ist ins italienische Restaurant geflüchtet. Brauchen Verstärkung. Wird gemacht. Alle Kuhn-Freunde, los geht's. Wie blöd das einfach ist. Zeitreisefürze, alles klar. Und ich hab gesagt, weißt du, was dein Problem ist? Du bist Alkoholiker. Nicht dein Ernst. Doch, ich hab gesagt, du schaffst keinen Tag ohne Whisky, du alte Schnapsdrossel. Kontaktserkältungsmedizin. Ich verstehe nicht, wie diese Leute sich jeden Tag abschießen können. Und das auch noch okay finden, weißt du? Wenn du mich fragst, wollen die nur ihren Kummer ertränken. Ah, ich liebe South Park. Ich liebe South Park auch nach all den Jahren. Immer für diese kleinen, schönen Anspielungen auch nebenbei. So, hier nix? Na gut, aber hier. Herpesverseuchter Lippenstift.
Tut mir leid, aber wenn du dir einen Katzenarsch ins Gesicht drückst, bist du offensichtlich mit deiner Ehe unzufrieden. Ja, meiner Meinung nach haben eine Menge Drogenabhängige einfach nur Probleme in ihren Beziehungen. Wahrscheinlich dröhnen die sich zu, weil sie sich von ihrem Partner eingeengt fühlen. Das muss schrecklich sein. Reden kann man mit denen nicht, nein. Ist jemand an der Tageskarte? Da sind sie. Wo ist das Mädchen? Moment. Okay, geht's nicht weiter? Ich glaube, wir haben auch Kinderspeisekarten zum Ausmalen. Das wäre toll, danke. Karten wieder am Fressen. Habt ihr die nicht gesehen? Nee, wir mussten noch Uhren vergleichen. Nein, wir haben die Speisekarte durchgeschaut, weil Cartman noch was essen wollte. Das Verbrechen lässt sich nicht mit leerem Magen bekämpfen. Das merkst du auch noch. Ja, klar. Sie kann nicht abgehauen sein. Sonst hätten wir sie bestimmt gesehen. Dann ist sie vielleicht in der Küche. Okay, sieht mal nach. Ruft, wenn ihr Hilfe braucht. Ich esse erst mal ein paar Grissini. Verbündeter freigeschaltet. Der Kuh. Dein Team hat sich verändert. Der Kuhn, Human Kite und Captain Diabetes. Damit kann ich leben. So, wir gucken mal in der Küche nach. Hey, unsere Kunden können nicht ewig warten auf die Pasta con Pomodori. Die Typen sehen gefährlich aus, Sidekick. Hey, Marco. Vielleicht können wir irgendwie Chancengleichheit schaffen. Was war das? Oh nein, Hinterhalt. Ah, ich hätte zuerst zuschlagen sollen. Verdammt. Besiege die Köche. Scheiße. Ah, zu viele. Wer will zuerst? Katzenstreu? Was? Gleich bist du nur noch eine weitere Fleck auf meine Schürze. Vino, rette Leben! Du kannst den Zeitwurfschlitz nutzen, um die Runde des Gegners zu überspringen. Halte LT. Okay. Probieren wir mal aus. Wow. Dein Zug gehört jetzt Kuhn und Fred. Jetzt kannst du was lernen, Neuer. Und der Rest versucht nicht zu sterben. Okay, Cartman. Was kann Cartman überhaupt? 140 Hitpoints. Er ist auch ein Bolide, wie es aussieht. Und ich würde sagen, wir machen erstmal den hier. Cool, cool. Ich glaube, dich kriege ich komplett in den Suppentopf rein, du kleines Stück Scheiße. Haltet eure Drecksgriffel von unserem Wein fern. Ich verarbeite dich zu Parmigiana. Ich glaube nicht. Im Kühlschrank ist sicher noch Platz, um Leichen für ein paar Wochen zu verstauen. Alles Fernkämpfer? Man nennt mich auch den Pfannenschänder. Das glaube ich sofort. Ich verlasse mich auf dich. Und das kannst du auch. Ich würde sagen, ihn zuerst, ne? Weil er ist eh... Obwohl, nee, der verbrennt gleich. Dann hau ich den in Kuhn... Hau ich den Kuhn? Nee, kann ich leider nicht. Ich glaube, das geht leider nicht. Ah, doch. Hey, das lasse ich mir nur vom Küchenchef gefallen. Hat geklappt. Gleich seid ihr ein Hygieneverstoß. Das ergibt keinen Sinn. So, okay. Captain Diabetes ist dran. Was kann er denn überhaupt tun? Kann er mit Y gegen ihn hier vorgehen? Ja, das geht. Du bist so, als hätte das richtig wehgetan. Damit haben wir den eingekesselt. Er kann noch nicht hier weg. Hier geht's gleich heiß her. Glaube ich zumindest. So. Mosquito. Ach, verdammt. Der sollte eigentlich ein Schutzschild machen eigentlich. Aber machen wir erstmal den hier. Ich mach Filet aus dir. Bitte nicht. Aus dir? Ich mache eine richtig saftige Bracciola. Oh nein, der Tioki! Aufgepasst, Neuer. Das wird richtig sexy. Fuck. Okay. Ich könnte ihn natürlich zu uns rumschubsen. 56 und Blutung. Okay. Ich mach mal 56 und Blutung. Oh, das war zu schnell. Scheiße. Ja, das ist ein guter Bluter. Ich zeig euch gleich, warum Kinder hier nichts zu suchen haben. Den Fettabschneider gereinigt, gibt immer ein erstes Mal. Zum Glück brennt er immer noch. Ich messe dich mit Mais und hol mir dann deine Fettleber. Das sollte dein Kollagen zerlegen. Scheiße, ich blute alles voll. Zeig so. Ihm, was du drauf hast. Okay, wir prügeln ihn in seinen Kollegen rein. Damit ist er so gut wie weg. Brennt immer noch, wenn er nichts trinkt. Der hält sich wahrscheinlich wieder hoch. Sein Kollege ist dann hoffentlich auch weg. Ja, geil. Zwei auf einmal. Zeig ihnen, wer der Boss ist. Sehr gut. Ich reiße dich richtig durch.
Boah. Stillhalten! Willst du noch ein Creme Fraiche-Bukake dazu? Nein, danke. Ernsthaft? So. Ich würde ihn vielleicht mit LB. 280 Hitpoints. Oh ja. Todeswelle. Äußerst brutal, eine Spalte Feinde zurück. Ja, wir müssen es tun. Was? Hupfumlose Todeswelle! Alter. Human Kite ist startbereit! Okay, ihn kriegen wir noch nicht ganz down, aber der ist eigentlich so gut wie weg. Human Kite hat auch noch, ach, der noch fast alle LP, also alles gut. Dafür spülst du einen Haufen Töpfe und Pfannen. Ich schicke dich im Pizzakarton heim zu Mama. Ciao, Cartman. Der Kuhn, Alter. Enttäuschung. Zeig uns, was du drauf hast. Diese Enttäuschung. So. Dann rammeln wir den mal weg. Das bringt nicht allzu viel, aber immerhin. Irgendwie müssen wir ja anfangen. Wenn ich noch kriege, was ab. Ihr müsst alle spülen. Der Hammer. Das nennt man Weichklopfen. So. Ich stelle ungern bei der Pizza-Party. Wir räumen erstmal den aus dem Weg. Sein. Unterschätzt niemals die Kräfte von Diabetes. Okay. Wir können leider kein Schutzschild machen. Wir müssen aussetzen. Hilft nichts. Wir müssen aussetzen. Aus dir, ich mache Hackfleisch für Candelon. Au. Streng dich mal an, Alter. Das ist so Kart, wenn der da unten rumliegt, weißt du? Hau sie weg, Neuer! Okay, wir müssen drauf. Fürs Team. Mache das nochmal, denn ich dich mache platt wie eine Pianine. Okay, Captain Diabetes kann bis hierhin, aber mehr kann er auch nicht machen und muss den Zug wieder beenden. Laut Wetterbericht hagelt Schläge. Und das bringt auch nichts, ne? Y? Nee, das bringt da dann genau gar nichts. Ah doch, ich kann ihn so healen. Ranziehen und healen, das war's ja, genau. Sehr gut. Heilung! Wieder dabei! Ja, nice. Boah, was? Reiß dich zusammen! Sagt der Cartman immer rumliegt. Fertig, Saftsack! Okay, Saftsack ist dran. Ja, komm, passt. Bams. Sehr gut, Wunderarsch! So. Oh, ich bin dran, sorry, mir ist ein bisschen schwindelig. Er kann momentan immer noch nichts machen, ne? Nee, leider nicht. Scheiße. Mit B, ja, ich probiere es trotzdem, aber nie. Ne, wir können nichts machen. Okay. Ich gehe hier hin. Ich bin drin. Okay. Und Human Kite, das gleiche wird normal. Ranziehen. Ranziehen und healen, bitte. Wohl bekommt's. Ziemlich stürmisch hier. Du wirst gleich quietschen wie abgestochene Sau. Das kann ich. Aber dafür. Ich brauche keine. Siehst nicht so fit aus, Neuer. Ich brauche keine Ultimativkraft mehr. Das reicht. Okay, bis später. Wir kümmern uns mal um echten Superheldenkram. Ja, die Köche sind besiegt. McDonald's ist gerettet. Schneebesen von De Fagoncini. Ach, schön. So. Zeitfürze im Kampf. Brauchen wir aber gar nicht. Ach, die Kohlehydratkreuzritter waren Kuhn und Friends nicht gewachsen. Sie muss da lang gegangen sein, aber der Weg ist blockiert. Ich könnte das easy aus dem Weg räumen, aber ich darf keinen Apfelsaft trinken, wenn ich kein Insulin dabei habe. Okay, was haben wir denn? Vielleicht können wir meinen Zuckerzorn irgendwie triggern. Ja? Was haben wir denn da? Ich könnte ihn easy mit meinen Kräften umwerfen, aber ohne mein Insulin darf ich keinen Apfelsaft trinken. Ich kann ihn aber mal... Moment, ich hab's. Deine Fürze! Ja. Deine grauenhaften Fürze bringen mich zu Weißglut! Der Kuhn wollte mich nicht verunsichern, als er gesagt hat, dass ich Diabetes habe, weil meine Mom bei meiner Geburt gefurzt hat. Er wollte mir nur helfen, meine wahren Kräfte zu entfesseln. Wir müssen da durch und zu Classy Sidekick. Im Namen der Gerechtigkeit und Kuhn and Friends musst du mir jetzt ins Gesicht furzen. Es gibt Schlimmeres. So, Nicht so schüchtern!
Ah, mit A. Analysieren, Übereinstimmung, begib dich zum Verbündeten-Hologramm. Wie soll ich mich hinstellen? Achso, warte mal, erstmal hier hinten. Ich habe irgendwas gefunden. Verbündeten-Hologramm, hier war es doch gerade noch. Raushauen. Oh Gott. Es hat geklappt. Wir haben es geschafft. Der Weg ist frei. Ich verliere wirklich selten die Beherrschung. Aber wenn wir jemals wieder so in der Klemme stecken, kannst du mir immer gern ins Gesicht furzen. Das mache ich. Verbündetenkraft, Diabeteszorn. Nice. Das werden wir bestimmt öfter noch brauchen. Nehmen. Boogers and come. Boogers and come. Okay, haben wir hier einmal mal gefunden. Da ist auch noch irgendwas. Abgestandenes Knabbergebäck. Hier kommen wir nicht durch. Wir müssen hier oben. Heiliger Bimbam, was ist das? Die Katzen. Das müssen wir den anderen berichten. Kuhn! Ja, Captain Diabetes? Wir haben vermisste Katzen gefunden, einen ganzen Haufen. Alter, habt ihr Scrambles? Negativ. Keine davon ist alt und fett. Und was ist mit der Lady? Wir sind ja auf den Fersen. Wir müssen rausfinden, was sie weiß. Los! Wir sind so nah dran, ich kann es riechen. Komm schon, Sidekick. So, Sekunde. Ein bisschen gemütlicher hinsetzen gerade. Was ist hier los? Und wie komme ich denn an die Kiste? Ah. So. Ach du Scheiße. Halten. Ich weiß noch nicht genau, wo wir hin müssen. Können wir euch nichts mit Gold irgendwie? Keine goldenen Sachen da oben. Okay. Die Zeitfurtsteuerung. Ja. Muss ich das jetzt machen? Nee, ne? Ich kann das ja auch zurückschieben. Alles klar. Ja, Zeitfurtsteuerung. So, jetzt aber. Okay, wir sind auf der anderen Seite. So rum, also das war damit gemeint. Ich dachte gerade, wir können da oben irgendwo hochklettern. So, hier können wir was einkaufen. Dose Red Balls, Eurocar-Magazin, Flasche mit Koffeintabletten, Mini-Sicherheitskamera, Rattengift, Sportflasche, alles klar, wir brauchen nichts davon. Bye, Per. Warte mal, wir wissen nicht, was hinter dieser Tür auf uns lauert. Das wissen wir nie. Da ist jemand drin. Mach dich bereit. 1, 2, Diabetes! Oh. Ich hab dir doch gesagt, die Bullen sind hinter mir her. Oh. Und dann führst du sie zu mir, du dumme Schlampe? Wen nennst du hier eine dumme Schlampe? Sehe ich etwa aus wie deine Mutter? Das Spiel ist aus, Classy. Die Kids sind Bullen? Das ist kein Kopf. Das ist Captain Diabetes. Seine Mutter hat bei seiner Geburt gefurzt und deshalb hat er Diabetes, mit dem er gegen das Böse kämpft. So kriegt man aber nicht Diabetes. Wenn das keine Bullen sind, können wir sie abknallen. Und die Schlampe da auch. Oh shit, so läuft das also. Ich wusste doch, dass man euch Tony Soprano Abklatschwichser nicht vertrauen kann. Leb wohl, Captain Diabetes. Was bringt dir dein Diabetes jetzt, hä? Oh. Ah! Was zur... Ich will meinen Schlüssel! Ich hab deinen Schlüssel nicht, Alter. Der ist dicht vom Rotwein. Rotweinsuff ist der übelste Suff, den es gibt. Fuck, lass uns abdampfen. Na gut, Captain Diabetes. Endstation. Gib mir meinen Kackschlüssel. So lass ich sie niemals ans Steuer. Dann stirb. Red Wine Drunk Randy. Alter, die Bilder sind so geil einfach. Die sind so gut. Das hat doch keinen Sinn, Mr. Marsh. Ich rufe Ihre Frau an. Als Herrn da. Okay. Das ist nicht fair. Arschzeitreise hin oder her. Man darf andere nicht einfach überspringen. Ich habe ein gutes Gefühl bei der Sache. Ich habe ihn gerade übersprungen, wie du siehst. Okay, Y mit B. Hier kann ich mit B irgendwas machen. 400! Fuck!
die heilige Scheiße. Da komme ich nicht hin. Ich muss B machen. Okay. Das könnte brennen. Ich fühle keinen Schmerz. Oh Gott. Das wird heftig. Du schaffst das! Vor allen Dingen, es ist so eine scheiß Map mit dem Tisch hier einfach. Blockiert. Ich kann wieder nichts machen. Doch, das kann ich machen. Alter, streng dich mal ein bisschen an. Wie, du verlierst, Nigger. Was, was? Was sagt die Frau da? So. Okay. Ich könnte ihn aber auch zurücktaumeln lassen. Dann kommt Human Kite und macht den Laser. Aber der Human Kite kann den Laser eh machen. Dann hau ich ihm wieder in die Fresse. Oh shit, das hat sicher wehgetan. So, Human Kite. Bereit machen für fieses Blinzeln. Dann wollen wir mal. Lass dich nicht so vermöbeln. Duck dich mal oder so. Zu wem hält ihr eigentlich? Oh, ich glaube, meine Eier sind schon über meinem Magen. Shit, Sekunde. Nachricht von Sharon. Ich kann nicht schreiben. Wieso kann ich nicht schreiben? Warum sind meine Damen so groß? Hey Siri, sagt meiner Frau, sie soll die Fresse halten. Ich kämpfe gerade. Kacke-Emoji. Ja, gut, er hat ausgesetzt. Dann kommt er und wämst ihn einfach da hinten rein. Platz für den Kuhn! Der Schlüssel bleibt bei mir und damit basta! So, und jetzt wämmen wir ihn in den Kuhn rein. Das müsste eigentlich so schon reichen, oder? Oder mache ich so? Ich mach so. Oh shit, ich hab wohl aufs falsche Pferd gesetzt! Das hast du, meine Hübsche, das hast du von Anfang an. So. Diabetes regelt das! Ah, das brennt! So, Human Kite. Nein, das müsste trotzdem noch gehen. Oh, fuck, das war daneben. Langsam sollten die Bösen ihr Leben überdenken. Hat aber gereicht. Okay, ich nehme Taxi. Ha, Captain Diabetes duldet kein Alkohol am Steuer. Du hast gewonnen. Genital-Talisman und Charakterbogen von Captain Diabetes. Warum auch immer wir den jetzt finden? Ich weiß es nicht genau. Zeitfurz genutzt und noch ein Artefakt gefunden. Sehr geil.